weil Gott dich liebt, kannst du ihm ganz fest vertrauen. Weil Gott dich liebt, hält er wie ein Freund zu dir. Weil Gott dich liebt, hält er alle deine Wunder. Das Gute sieht. Weil Gott dich liebt. Wenn du dich verlassen fühlst und leer, rufe den Herrn. Noch in wilden Stürmen Gott und hallo, herzlich willkommen, meine lieben Beterinnen und Beter. Wir begrüßen euch ganz herzlich heute am Hochfest der göttlichen Barmherzigkeit. Und dazu haben wir wieder was Besonderes vorbereitet, und zwar einen Vortrag über die göttliche Barmherzigkeit und über die heilige Schwester Faustina. Sie wurde ja heilig gesprochen durch unseren heiligen Papst Johannes Paul II., Er schenkte der Weltkirche auch das Fest der göttlichen Barmherzigkeit. Und bevor wir den Barmherzigkeitsrosenkranz beten, hören wir nun den ersten Teil des Vortrages von Pfarrer Manfred Wundlechner. Es freut mich sehr, dass ich Sie aus unserer Pfarrkirche St. Peter und Paul heraus ganz herzlich begrüßen darf. Mein Name ist Pfarrer Manfred Wundlechner und wir haben vor uns jetzt wohl die entscheidendste und spannendste Geschichte Gottes mit uns Menschen. Es geht nämlich um die größte Eigenschaft Gottes, um seine Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes ist für uns Menschen wirklich unbegreiflich groß. Das heißt, dass sein Herz übervoll mit Erbarmen und mit Gnade für uns Menschen ist. Sein Herz will uns reichlichst beschenken und auch begnadigen.
Im Heiligen Evangelium des Johannes lesen wir im 3. Kapitel: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Um diesen Auftrag zu erfüllen, ist Gott in Jesus Christus unser Menschenbruder geworden. Welche Größe und Liebe verbirgt sich doch in der Menschwerdung Gottes? Wir sagen das oft so leicht, ja, Menschwerdung Gottes, Gott ist Mensch geworden. Und doch denken wir uns dabei so wenig. Gott tritt aus der Herrlichkeit des Himmels heraus, um mit seinem Licht in die Finsternis unseres Lebens einzutreten, um mit uns den Kreuzweg zu gehen. Gott ist in unser Leben, in unseren Lebensablauf hineingegangen, indem wir immer wieder in die Sünde fallen, uns gegen Gott auflehnen oder ihn in manchen Situationen sogar ablehnen. Doch Gott bleibt immer an unserer Seite. Mit seiner unfassbar großen Gnade und Liebe versucht er uns immer wieder vom Falle aufzurichten, uns 77 Mal zu verzeihen, uns auf die Füße zu stellen, damit wir unseren guten Pilgerweg fortsetzen können und nicht verzagen und nicht aufgeben. Es ist einfach sein größter Wunsch, uns am Ende unseres Erdenpilgerweges dasselbe sagen zu können, dass er damals dem rechten Schächer neben ihm am Kreuz gesagt hat: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dadurch will uns Jesus in die offenen Arme des barmherzigen Vaters hineinführen. Ist doch großartig, wie Gott alles dran setzt für uns Menschen. Eine Liebe unfassbar groß. Wenn wir an den Kreuzwegstationen Jesu beten, dann betrachten wir das Leiden und zugleich die Liebe Jesu zu uns sündigen Menschen. Haben wir dabei auch schon daran gedacht, dass Gott in seiner tiefen, alles umfassenden Liebe auch unseren, den ihrigen, den meinigen, persönlichen Kreuzweg Tag für Tag mit uns mitgeht? Unser Erdenpilgerweg ist auch dann ein Kreuzweg, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund und froh sind. Denn die Liebe Gottes begleitet uns in der Hoffnung, dass wir unseren Lebensweg im Willen Gottes gehen. Und darauf kommt es an, dass wir seinem Willen entsprechen. Und da bangt er mit uns, dass wir das Ziel unseres Lebens erreichen, die Fülle des Lebens im Reiche Gottes. Gott Vater geht in untrennbarer Einheit mit seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus meinen ganz persönlichen Pilgerweg, meinen Kreuzweg und an meiner Seite Tag für Tag mit. Er begleitet mich auf meinem Weg. Wir haben den Gründonnerstag, den Karfreitag, die Osternacht und den Ostersonntag gefeiert. Und heute, am Barmherzigkeitssonntag, haben wir Jesus in der Erscheinung seines Bildes von der göttlichen Barmherzigkeit vor uns stehen. Hier sehen wir dieses Bild, das Jesus von Schwester Faustina malen hat lassen. Die beiden Ströme des Lebens, der blasse und der rote Strahl, kommen aus seinem geöffneten Herzen heraus und wollen uns umhüllen. Wenn wir denken, vor 90 Jahren, es sind jetzt 90 Jahre, am 22. Februar 1931 hat Jesus zur Schwester Faustina gesagt: Male ein Bild nach dem, das du siehst, mit der Unterschrift: Jesus, ich vertraue auf dich. Ich wünsche, dass dieses Bild verehrt wird, zuerst in eurer Kapelle, dann auf der ganzen Welt.
Ich verspreche, dass jene Seele, die dieses Bild verehrt, nicht verloren geht. Ich verspreche auch hier schon auf Erden den Sieg über Feinde, besonders in der Stunde des Todes. Ich selbst werde sie verteidigen wie meine Ehre. Und dieses uns immer neu erhebende und aufrichtende Wort, Jesus, ich vertraue auf dich, entfaltet sich für uns beim Beten des Rosenkranzes zur göttlichen Barmherzigkeit. Im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina Kowalska lesen wir bei der Nummer 476. Am anderen Morgen, als ich in die Kapelle kam, hörte ich innerlich die Worte: So oft du die Kapelle betrittst, bete sofort das Gebet, das ich dich gestern gelehrt habe. Als ich das Gebet verrichtet hatte, hörte ich in der Seele die Worte: Dieses Gebet ist zum Beschwichtigen meines Zornes. Du wirst es 9 Tage lang wie den üblichen Rosenkranz beten, und zwar zuerst ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du Maria und das Glaubensbekenntnis, anschließend an den Vaterunser-Perlen die Worte: Ewiger Vater, ich opfere dir den Leib und das Blut auf, die Seele und die Gottheit deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, als Sühne für unsere Sünden und die der ganzen Welt. An den Gegrüßet seist du Maria-Perlen wirst du wie folgt beten: Um seines schmerzhaften Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Zum Schluss wirst du 3-mal die Worte wiederholen: Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser und der ganzen Welt. Soweit Nummer 476 aus dem Tagebuch. Die Verheißungen, die Jesus mit dem Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit verbindet, sie stehen im Tagebuch Nummer 687. Einmal, als ich durch den Korridor zur Küche ging, hörte ich in meiner Seele die Worte: Bete unablässig den Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit, den ich dich gelehrt habe. Wer auch immer ihn beten wird, der erfährt in seiner Todesstunde meine große Barmherzigkeit. Die Priester werden ihn den Sündern als letzten Rettungsanker reichen. Sollte es der verstockteste Sünder sein, falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil. Ich wünsche, dass die ganze Welt meine Barmherzigkeit erkennt. Unbegreifliche Gnaden will ich jenen Seelen erteilen, die meiner Barmherzigkeit Vertrauen schenken. Es geht immer darum, dass wir unserem Gott vertrauen. Er gibt uns doch die größte Vorlage, gerade in der Wahrheit, die er selber ist und die er uns spüren lässt, dass wir ihm wirklich vertrauen können und dass unser Vertrauen in ihn nie enttäuscht wird. Auch wenn er manchmal anders handelt, als wie wir es uns denken. Es geht um seinen Willen, denn sein Wille ist das Beste, nicht mein Wille. Und wie stark dieses Gebet ist und was man da alles damit erreichen kann, hat Schwester Faustina am 22. Mai 1937 erfahren und es in ihrem Tagebuch unter der Nummer 1128 niedergeschrieben. Heute ist eine Hitze, die kaum auszuhalten ist. Wir sehnen uns nach Regen, er kommt aber nicht. Seit einigen Tagen ziehen Wolken am Himmel auf und dennoch regnet es nicht. Als ich auf die nach Regen dürstenden Pflanzen sah, packte mich Mitleid und ich beschloss, das Rosenkranzgebet so lange zu beten, bis Gott es regnen lässt. Nach dem Kaffee
bedeckte sich der Himmel mit Wolken und es fiel dichter Regen auf die Erde. Dieses Gebet betete ich ohne Pause 3 Stunden lang. Der Herr ließ mich erkennen, dass man mit diesem Gebet alles erbitten kann. Soweit diese Erfahrung von Schwester Faustina Kowalska. Und jetzt zum Barmherzigkeit Rosenkranz, den wir ja jetzt dann beten wollen miteinander. Er wird gebetet, wie wir es schon gehört haben, ganz mit dem normalen Rosenkranz als Hilfsmittel dazu. Und was vielleicht wichtig für uns ist, es ist ein Gebet, das sich ganz an den Vater im Himmel wendet. Der Vater, er breitet die Hände aus. Er erwartet uns. An ihn richtet sich unser Gebet. Er, der große Gott, von dem wir im Alten Testament wissen, wie die Menschen Furcht vor ihm hatten. Und er schickt seinen eingeborenen Sohn Jesus. Und er öffnet uns den Himmel und er erwartet uns nun. Und wenn wir dieses Gebet beten, dann schauen wir gleichsam und beten wir durch die Wunden von seinem eingeborenen Sohn, der in seiner Liebe sein ganzes Leben alles für uns hingegeben hat, auf zum Vater. Und der Vater schaut durch seinen Sohn. Er sieht uns in seinem Sohn und so schaut er auf uns. Und deshalb hat dieses Gebet eine so große Kraft, weil es direkt in diesem Erlösungsgeheimnis unseres Gottes mit uns Menschen so innig tief eingebunden ist. Und so beginnt es auch mit dem Vater Unser. Wie beim Vater Unser sprechen wir ja auch den Vater im Himmel an. Und dann beten wir das Gegrüßet seist du Maria, das Glaubensbekenntnis. Und nun an den großen Perlen, wie wir es schon im Tagebuch gehört haben, ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Und bei den kleinen Perlen, bei diesen 10 jeweils, durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Und zum Schluss geht es dann nochmals in die Größe, Heiligkeit Gottes hinein. 3-mal, heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ein kleiner Hinweis noch, wir dürfen wirklich wissen, dass die Texte, die wir im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina lesen, von der Kirche aufs Genaueste geprüft sind und der Wahrheit entsprechen. Manche Christen fragen sich, ist es überhaupt möglich, dass wir unserem himmlischen Vater die Gottheit Jesu aufopfern können? Die Antwort gibt uns jede Feier der heiligen Messe. Jesus Christus ist in einer einzigen Person unvermischt und untrennbar wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist immer der eine Gott in der heiligsten Dreifaltigkeit. Er ist nie herausgelöst aus der heiligsten Dreifaltigkeit. Und dieser Gott in Jesus Christus, er ist Mensch geworden. Und er ist wahrer, echter Mensch geworden. So wie wir auch, nur ohne die Sünde. Und so ist in dieser Person Jesu Christi sein Gottsein und Menschsein eine untrennbare Einheit. Jesus Christus hat sich uns in seiner Person als lebendige Opfergabe hinterlassen. Bei der heiligen Wandlung bringen wir Gott Vater mit Lob und Dank das heilige und lebendige Opfer Christi dar. Die umgewandelte Hostie ist nicht nur der Mensch Jesus, sondern auch der Gott Jesus. Und so dürfen wir das Lebensopfer Jesu Christi, unserem himmlischen Vater, als
größte Opfergabe zu unserer Rettung darbringen, die er in unsere schwachen, sündigen, armen Hände gelegt hat. Wenn wir das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes, seine Barmherzigkeit zu uns ein wenig betrachten, dann wird uns sehr schnell klar, dass die Barmherzigkeit wirklich die größte Eigenschaft Gottes ist, die Liebe, die uns total umfasst. Und die Wiederholung bei den kleinen Perlen durch sein schmerzhaftes Leiden, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt, ist gleichsam wie so ein Atmen in der Barmherzigkeit Gottes, wie ein Atmen in seinem Erlösungsgeschehen. Sein schmerzhaftes Leiden schenkt uns das Erbarmen unseres großen Gottes und unserer Welt. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Und so wollen wir in dieser Zuversicht, in diesem Glauben und mit diesem Wissen der Barmherzigkeit Gottes zu jedem von uns nun den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden
Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt. Jesus, ich vertraue auf dich. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt. Jesus, ich vertraue auf dich. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt. Jesus, ich vertraue auf dich. Wir haben soeben im Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit Gottes und Barmherzigkeit für uns und die ganze Welt gebetet. Für uns, das sind wir selbst. Und das sind jene, für die wir bitten und zu beten verpflichtet sind. Die ganze Welt, das sind alle Menschen, die auf der Erde leben und alle Seelen im Fegefeuer leiden, die im Fegefeuer leiden. Wir haben damit ein Werk der Barmherzigkeit erfüllt, das eine unerlässliche Bedingung dafür ist, dass wir Gottes Barmherzigkeit erlangen. Wir spüren, es geht um die Erlösung von uns Menschen und wie Jesus uns mit sich selbst mitwirken lässt und wie wir unseren Teil geben dürfen, dass Menschen zu Gott hinfinden, zur Rettung der Menschen. Wohl die größte Aufgabe, die wir hier haben. Um den Rosenkranz fruchtbar zu beten, Sie erinnern sich vielleicht vor dem Rosenkranz, wie es geheißen hat und wer ihn nur einmal in seinem Leben betet, wer den Rosenkranz fruchtbar beten will, der sollte mit den Gefühlen, die der Bedeutung der Gebete entsprechen, aus denen der Rosenkranz besteht, beten. Also schon wirklich beten, nicht nur irgendwo schnell herunterplappern, sondern mit dem Herzen und mit den Gedanken mitdenken. Sich geben in diesem Rosenkranz, sich selber hineinlegen. Aber vor allem ist wichtig, dass wir in einer Haltung des Vertrauens,
der Demut sowie der aufrichtigen und tiefen Reue über die Sünden gebetet wird. Und da geschieht nämlich Bekehrung im Menschen. Jesus schenkt uns in seiner Barmherzigkeit unbegreiflich viel. Ja, er schenkt uns alles. Und alles, das heißt alles Gute, die Fülle der himmlischen Freude. Jesus will aber auch von uns, von jedem Einzelnen von uns, dass wir barmherzige Menschen sind. Auch wir müssen danach streben, es uns gleichsam als Zielvorgabe vornehmen, dass die Barmherzigkeit zu unserer größten Eigenschaft wird. Nicht nur größte Eigenschaft Gottes, sondern sie soll auch zu unserer persönlichen größten Eigenschaft werden. Schließlich ist es doch unser Ziel, Jesus nachzufolgen. Und Jesus will, dass wir heilig werden. Wir sollen Heilige werden. Was ist das für ein armer Christ, der nicht heilig werden will? Wir wollen Heilige werden. Jesus hat uns zum besseren Verständnis das wunderbare Gleichnis vom barmherzigen Vater und vom verlorenen Sohn erzählt. Wir haben den barmherzigen Vater vor Augen, der seinem verlorenen Sohn mit offenen Armen entgegengeht, ihn an sich drückt und ihm die volle Würde seines Sohnseins wieder schenkt. Und zugleich sehen wir auch den Bruder des verlorenen Sohnes, der seinen Bruder, der ins Vaterhaus zurückgekehrt ist, nicht aufnehmen möchte. Jesus lässt in seinem Gleichnis den Ausgang dieser brüderlichen Begegnung offen. Da sollte jeder für sich selbst nachdenken und sein eigenes Handeln überdenken. In einem anderen Gleichnis erzählt uns Jesus von einem König, der seinem Knecht die riesengroße Schuld von 10.000 Talenten einfach nachgelassen hat. Einfach so, weil ihn dieser um Erbarmen angefleht hat. Derselbe Knecht hat dann seinen Mitknecht, der ihm nur 100 Denare schuldig war, erbarmungslos ins Gefängnis werfen lassen. Und daraufhin machte der König den großen Schuldenerlass, den er seinem Knecht gewährt hatte, wieder rückgängig. Er ließ ihn rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Meine lieben Zuhörer, die Kultur der Barmherzigkeit, ja, die ist eine Kultur, Kultur der Liebe, Kultur der Barmherzigkeit. Sie liegt wie so eine Brücke auf zwei Tragsäulen. Und diese beiden Tragsäulen, sie heißen Vertrauen und Barmherzigkeit. Vertrauen, was heißt das? Das heißt, nach dem Willen Gottes handeln. Wie will ich Gott vertrauen, wenn sein Wille für mich nicht maßgeblich ist? Jesus sagt, derjenige liebt mich, der meine Gebote erfüllt. Vertrauen offenbart sich also in dem Maß, wie wir uns dem Willen Gottes übergeben. Das vollkommene Vertrauen in Gottes gutes Handeln hat Schwester Faustina Kowalska
am 4. Februar 1935 in Wilno vollzogen. Als sie in ihr Tagebuch die beiden Sätze geschrieben hat: Ab heute existiert in mir mein eigener Wille nicht. Und auf der anderen Seite des Tagebuches, die nicht durchgestrichene, die offene Seite: Ab heute erfülle ich den Willen Gottes überall, immer und in allem. Und in ihrer Seele hörte sie dann die folgende Stimme: Ab heute fürchte dich nicht vor Gottes Urteilen, denn du wirst nicht gerichtet werden. Jesus will, dass wir ihm grenzenlos vertrauen und er uns dann auch grenzenlos beschenken kann. Je größer unser Vertrauen ist, umso größer ist die Gnade, die er in uns hineinlegen kann und die wir eben aufnehmen dann. Viel Gnade geht verloren, weil wir sie nicht aufnehmen, weil wir verschlossen sind dazu. Und deshalb, je mehr Vertrauen wir schenken, umso mehr werden wir von der Gnade Gottes erfüllt. Im Tagebuch der Schwester Faustina dürfen wir in Nummer 699 lesen, wie unbegreiflich groß die göttliche Verheißung ist, die uns am Fest der göttlichen Barmherzigkeit geschenkt wird. Und diesen Abschnitt darf ich Ihnen wieder vorlesen. Meine Tochter, künde der ganzen Welt von meiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf für alle Seelen wird, besonders für die armen Sünder. An diesem Tag ist das Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet. Ich gieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nähern. Jene Seele, die beichtet und die heilige Kommunion empfängt, erhält vollkommenen Nachlass der Schuld und der Strafen. An diesem Tag stehen alle Schleusen Gottes offen, durch die Gnaden fließen. Keine Seele soll Angst haben, sich mir zu nähern, auch wenn ihre Sünden rot wie Scharlach wären. Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass sie in der ganzen Ewigkeit durch keinen Verstand, weder von Menschen noch von Engeln, ergründet werden kann. Alles, was besteht, kam aus dem Inneren meiner Barmherzigkeit. Jede Seele wird die ganze Ewigkeit über meine Liebe und über meine Barmherzigkeit nachsinnen. Das Fest der Barmherzigkeit ging aus meinem Inneren hervor. Ich wünsche, dass es am ersten Sonntag nach Ostern feierlich begangen wird. Die Menschheit wird keinen Frieden finden, solange sie sich nicht zur Quelle meiner Barmherzigkeit hinwendet. Soweit dieser großartige Abschnitt aus dem Tagebuch der heiligen Schwester Faustina. Manchmal denke ich mir dabei, wir wissen so viel aus der Heiligen Schrift und eben auch vom Tagebuch der heiligen Schwester Faustina. Ich vergleiche das manchmal sogar mit dem Alten Testament, bei der Geburt Jesu und so weiter. Man wusste alles auch. Und man hat es aber nicht ernst genommen. Und heute, wenn die Menschheit nicht zur Barmherzigkeit hinfindet, zur Barmherzigkeit Gottes, kann sie keinen Frieden finden. Und warum wird dieser Weg so wenig beschritten? Aber jetzt zur zweiten Säule. Unser Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes
braucht auch die zweite Säule der Barmherzigkeit. Jene Barmherzigkeit, die wir verschenken. Auch wir müssen barmherzige Menschen sein. Und dazu hören wir die Worte Jesu an Schwester Faustina im Tagebuch Nummer 742. Meine Tochter, wenn ich durch dich von den Menschen die Verehrung meiner Barmherzigkeit verlange, musst du dich als Erste durch Vertrauen auf meine Barmherzigkeit auszeichnen. Ich verlange von dir Taten der Barmherzigkeit, die aus deiner Liebe zu mir hervorgehen sollen. Barmherzigkeit sollst du immer und überall deinen Nächsten erweisen. Du kannst dich davor weder drücken, noch ausreden oder entschuldigen. Ich gebe dir drei Möglichkeiten, dem Nächsten Barmherzigkeit zu erweisen. Erstens die Tat, zweitens das Wort, drittens das Gebet. In diesen drei Stufen ist die Fülle der Barmherzigkeit enthalten. Sie ist ein unumstößlicher Beweis der Liebe zu mir. So preist und verehrt die Seele meine Barmherzigkeit. Ja, der erste Sonntag nach Ostern ist das Fest der Barmherzigkeit, aber es muss auch die Tat hinzukommen und ich verlange die Verehrung meiner Barmherzigkeit durch das feierliche Begehen dieses Festes und die Verehrung des Bildes, das gemalt worden ist. Durch das Bild werde ich den Seelen viele Gnaden verleihen. Es soll an die Forderungen meiner Barmherzigkeit erinnern, denn auch der stärkste Glaube hilft nichts ohne Taten. O mein Jesus, du selbst stütze mich in allem, denn du siehst, wie klein ich bin. Deshalb verlasse ich mich einzig auf deine Güte, o Gott. Ich wiederhole diesen äußerst wichtigen Satz. Ich gebe dir drei Möglichkeiten, dem Nächsten Barmherzigkeit zu erweisen. Erstens die Tat, zweitens das Wort, drittens das Gebet. In diesen drei Stufen ist die Fülle der Barmherzigkeit enthalten. Sie ist ein unumstößlicher Beweis der Liebe zu mir. Also, egal, ob jemand Geld hat oder nicht Geld hat, ob er dies oder jenes kann, jeder kann Werke der Barmherzigkeit vollbringen. Die Tat, das Wort, das Gebet. Und dazu noch eine kleine liebevolle Begebenheit, in der Jesus in der Gestalt eines armen Jünglings an die Klosterpforte gekommen ist, um sich von Schwester Faustina bedienen zu lassen. Es gibt im Tagebuch viele wunderbare Begebenheiten, aber die Zeit hierfür reicht ja nicht aus. Und man kann da immer wieder vom Tagebuch etwas herausnehmen und lesen und sich dabei erbauen lassen. Heute kam Jesus in der Gestalt eines armen Jünglings an die Pforte. Ein abgezehrter junger Mann in arg zerrissener Kleidung, barfuß, ohne Kopfbedeckung, durchfroren, denn der Tag war kalt und nass. Er bat um etwas warmes Essen. Ich ging in die Küche, aber da war nichts für die Armen. Nach einigem Suchen fand sich noch ein wenig Suppe. Die wärmte ich auf, bröckelte etwas Brot hinein und reichte sie diesem Armen, der sie aufaß. Im Augenblick, als ich ihm den Becher abnahm,
gab er sich als Herr des Himmels und der Erde zu erkennen. Als ich ihn sah, wie er ist, entschwand er meinen Blicken. Zurückgekehrt in die Wohnung, überlegte ich, was an der Pforte geschehen war. Da hörte ich in meiner Seele die Worte: Meine Tochter, mir waren die Segenswünsche der Armen zu Ohren gekommen. Sie kamen von der Pforte und lobten mich. Deine Barmherzigkeit im Rahmen des Gehorsams gefiel mir und ich verließ meinen Thron, um die Frucht deiner Barmherzigkeit zu kosten. Ist es nicht wunderbar? Und so geht es auch mit dem, was wir Gutes tun. Das kriegt ihr alles mit. Denn was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Ja, die Kultur der Barmherzigkeit liegt wie eine Brücke auf den beiden Tragsäulen. Vertrauen, Jesus, ich will deinen Willen erfüllen. Jesus, ich vertraue auf dich. Und Barmherzigkeit verschenken. Ich will ein barmherziger Mensch sein. Ich beschließe diese Gedanken mit dem folgenden Gebet aus dem Tagebuch Nummer 163. Faustina bezeichnet es als allgemeine Übung. So oft wie meine Brust atmet, so oft wie mein Herz schlägt, so oft wie das Blut in meinem Körper pulsiert, so viele tausend Male will ich deine Barmherzigkeit rühmen, o heiligste Dreifaltigkeit. Ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwandeln, um so ein lebendiges Abbild von dir zu sein. O Herr, möge diese größte Eigenschaft Gottes, seine unergründliche Barmherzigkeit, durch mein Herz und meine Seele hindurch zu meinen Nächsten gelangen. Hilf mir, o Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, dass ich niemals nach äußerem Anschein verdächtige und richte, sondern wahrnehme, was schön ist in den Seelen meiner Nächsten und ihnen zu Hilfe komme. Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig wird, damit ich mich den Bedürfnissen meiner Nächsten zuneige, dass meine Ohren nicht gleichgültig bleiben für Leid und Klage der Nächsten. Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig wird, dass ich niemals über meine Nächsten abfällig rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes und der Vergebung habe. Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig und voll guter Taten sind, damit ich meinem Nächsten nur Gutes tue und schwierigere, mühevollere Arbeit auf mich nehme. Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind, dass sie meinen Nächsten immer zu Hilfe eilen und die eigene Mattheit und Ermüdung beherrschen. Meine wahre Rast ist im Dienst am Nächsten. Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist, auf dass ich alle Leiden der Nächsten empfinde, dass ich niemandem mein Herz versage, aufrichtigen Umgang auch mit denen pflege, von denen ich weiß, dass sie meine Güte missbrauchen werden. Ich selbst werde mich im barmherzigsten Herzen Jesu verschließen. Über eigene Leiden will ich schweigen. Deine Barmherzigkeit, o mein Herr, soll in mir ausruhen. Du selbst befiehlst mir, dass ich mich in drei Stufen der Barmherzigkeit übe. Erstens die barmherzige Tat jeglicher Art. Zweitens das barmherzige Wort, was ich als Tat nicht vollbringen kann, soll mit Worten geschehen. Drittens das Gebet, falls ich weder mit Tat noch Wort Barmherzigkeit erweisen kann. So kann ich es immer mit Gebet. Mein Gebet weite ich sogar dorthin aus, wo ich körperlich
nicht hin kann. O mein Jesus, verwandle mich in dich, denn du vermagst alles. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue auf dich. Alle Tage meines Lebens, Jesus, vertraue ich auf dich. Wie Faustina als dein Bild gemalt im Kloster, mit Strahlen der dem schwersten Lebenslauf voller Reue einen Rosenkranz zu bieten, das hebt die Last der Sünde auf. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue. Es entspricht der unfassbaren Größe Gottes, dass er seine überaus große Barmherzigkeit durch eine unscheinbare Klosterschwester in die ganze Welt hineintragen lässt. Diese echt demütige Frau hatte von ihren Eltern den Namen Helena bekommen und bei ihrer Einkleidung im Kloster am 30. April 1926 den Namen Maria Faustina. Schwester Maria Faustina Kowalska wurde am 25. August 1905 als drittes von 10 Kindern der Eheleute Stanislaw und Marianne Kowalska geboren. Bereits mit 7 Jahren hörte sie während einer Vesperandacht die Stimme Gottes in ihrer Seele. Mit 9 Jahren, es war im Jahre 1914, durfte sie die erste heilige Kommunion empfangen. Im September 1917 eröffnete in ihrem Dorf, ich kann jetzt den Namen schlecht aussprechen, Svinis Raki,
die erste Schule. Helena war damals 12 Jahre alt und durfte für 3 Jahre die Schule besuchen. Wenn ich dies so vorlese, dann habe ich in meinem Inneren die Bilder vor Augen, denn ich war schon in ihrem Elternhaus, in ihrer Kirche, wo sie getauft worden ist an dem Taufplatz und in ihrem Dorf. Und so habe ich praktisch auch die Bilder von dieser Gegend in mir. Mit 3 Jahren Schulbildung war die ganze Schulbildung von ihr. Mit 16 Jahren beginnt sie als Dienstmädchen ihre Arbeit bei reichen Familien in Alexandrow und Lodz. Mit 18 Jahren richtete sie die eindringliche Bitte an ihre Eltern, ins Kloster gehen zu dürfen. Doch diese wurde entschieden abgelehnt. Es waren fromme Eltern, aber sie brauchten ihre Tochter und darum wollten sie sie nicht ins Kloster gehen lassen. Dann greift aber Jesus persönlich ein. Juli 1924. Faustina hat es eigentlich aufgegeben, ins Kloster zu gehen, weil die Eltern haben es ja strikte abgelehnt. Und sie geht mit ihrer Schwester zum Tanz. Sie will mit dem Tanz beginnen und da steht der leidende Jesus vor ihr und spricht sie an. Wie lange soll ich dich ertragen? Und wie lange wirst du mich hinhalten? Wie damals die Apostel verlässt auch sie sofort ihre Familie, fährt allein nach Warschau, um dort ins Kloster einzutreten. Die Suche war sehr beschwerlich. Können wir alles im Tagebuch nachlesen, die ganzen Stationen. Sie hat sich auch nicht von ihren Eltern verabschiedet. Sie ist sofort nach Warschau. Und schließlich fand sie am 1. August 1925 Aufnahme in der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit in Warschau. Das war auch ein schönes Erlebnis, als ich da auch durch die Klosterpforte hineingehen durfte, diesem Kloster, wo sie in Warschau Aufnahme gefunden hat. Am 30. April 1926 bekam sie bei der Einkleidung den Namen Maria Faustina. Am 22. Februar 1931, also vor 90 Jahren, gab Jesus Schwester Faustina die Anweisung, ihn so zu malen, wie sie ihn mit seinen Strahlen sieht, und darunter zu schreiben, Jesus, ich vertraue auf dich. Es wurden da sogar andere Stimmen dann laut, sie solle doch vielleicht so und so drunter schreiben unter das Bild. Und sie hat Jesus wieder befragt und er sagt, nein, diese Worte, Jesus, ich vertraue auf dich. Und diese Worte sind eigentlich unsere Antwort, die er uns in den Mund legt und ins Herz, wenn wir das Bild betrachten. Und darum bewirkt es auch oft so viel. Ich habe schon so viele Zeugnisse von Menschen erfahren, die von diesem Bild erfasst waren. Am 1. Mai 1933 durfte Schwester Faustina ihre ewigen Gelübde in Krakau ablegen. Jetzt ist Schwester Faustina mit Christus vermählt. Im Juni 1934 ist das Bild vom barmherzigen Jesus durch den Kunstmaler Kasimirowski vollendet. Und auch wieder, wie es oft so Stimmen bei uns auch gibt, ja, das Bild ist doch gar nicht so wertvoll und so weiter. Schwester Faustina hat beim Anblick des ersten Bildes, das da gemalt worden ist, geweint. Jesus ist viel schöner. Und Jesus hat gesagt, es kommt nicht auf die Pinselstriche drauf an,
sondern auf die Gnade, die ich damit schenke. Und deshalb ist dieses Bild ein Gnadenbild. Am 4. Februar 1935 vollzieht sie die totale Willensübergabe an Jesus. Ab heute existiert in mir mein eigener Wille nicht. Ab heute erfülle ich den Willen Gottes überall, immer und in allem. Nach langem Leiden, das sie mit großer Ausdauer getragen hat, erfüllte sich ihre große Sehnsucht, immer mit Jesus zu leben zu dürfen, am 5. Oktober 1938 um 22.45 Uhr. Da ist sie heimgegangen in diese wunderbare, ewige Heimat im Reiche Gottes. Am Barmherzigkeitssonntag, dem 18. April 1993, wurde Schwester Faustina von Papst Johannes Paul II. Auf dem Petersplatz in Rom selig gesprochen. Am Barmherzigkeitssonntag, dem 30. April 2000, am 30. April 1926 hat sie den Namen Maria Faustina bekommen. Am 30. April 2000 hat Papst Johannes Paul II. Auf dem Petersplatz in Rom Schwester Maria Faustina Kowalska heilig gesprochen und für die ganze weltweite Kirche den Sonntag nach Ostern als den Barmherzigkeitssonntag eingeführt. Entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt einfach wieder so sage, ich durfte da in Rom mit dabei sein, in der dritten Reihe hinter dem Papst, und mich hätte es wirklich fast vor Freude zerrissen, als ich das dann gehört habe, wie er diesen Barmherzigkeitssonntag eingeführt hat, wo eigentlich viele nicht damit gerechnet haben. Und dadurch eröffnete er für die ganze Kirche einen neuen Gnadenstrom. Der Gedenktag der heiligen Schwester Faustina im heiligen Kalender der Kirche ist der 5. Oktober. Und es hat bereits schon zahlreiche Bischöfe gegeben, die sich dafür ausgesprochen haben, die heilige Mystikerin Schwester Maria Faustina Kowalska zur Kirchenlehrerin zu erheben. Der Heilige Geist wird wirken und das Seinige tun. Und so darf ich Ihnen nun den Segen erteilen. Denn wie das Sprichwort so schön heißt, an Gottes Segen ist alles gelegen, und der Heilige Geist, wenn wir ihn in uns hineinlassen, dann verstehen wir viel mehr, als die Weisen der Welt verstehen. Denn dann sind wir in der Weisheit unseres Gottes. Und da geht es in die Ewigkeit, in das Unvergängliche hinein. Und möge der Herr uns auf die Fürsprache der heiligen Schwester Faustina und natürlich der Mutter Gottes und des heiligen Josef, ihrer Schutz- und Namenspatrone und Schutzengel, den Segen erteilen, sodass auch wir fähig sind, aufzunehmen die Gnaden, die er uns schenken will. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und erfülle euch mit der Gnade der Weisheit Gottes, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Heilige Schwester Faustina, bitte für uns. Ja, Herr Pfarrer Wundlechner, wir sagen Ihnen, vergelt's Gott, für diese zu Herzen gehenden Vorträge über das Leben der heiligen Schwester Faustina und über die Offenbarungen der göttlichen Barmherzigkeit, die so wichtig sind gerade für unsere Zeit. Ja, ich sage auch, vergelt's Gott, und ich denke, dass dieser Vortrag uns zeigt,
dass es wirklich wichtig ist, den Barmherzigkeitsrosenkranz ernst zu nehmen, dass wir ihn immer wieder selber für uns beten, für andere beten, gerade wenn man weiß, mit wie vielen Verheißungen dieser Rosenkranz verknüpft ist, dass wir wirklich mit der Barmherzigkeit Gottes rechnen dürfen. Und wir sagen Danke für diesen Einblick und vertrauen wir weiter auf die göttliche Barmherzigkeit. Und wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Rosenkranz dann wieder sehen. Dann, wenn wirklich auch jetzt den Daumen nach oben drücken oder den Kanal abonnieren, das würde uns freuen. Und wenn ihr wollt, natürlich auch dieses Video weiterleiten an Freunde, Bekannte, wo ihr wisst, das wäre vielleicht auch was für meinen besten Freund, für meine beste Freundin. Denn wir müssen uns weiterhin wirklich wieder informieren, was in unserem Glauben wichtig ist, dass wir eine gute Ausbildung haben. Es ist ja wie bei einem Fußballspieler, wer nicht trainiert, der wird auch keine Tore schießen. Und wir wollen schließlich ja auch gewinnen, unseren Glauben erhalten und auch das Ziel erreichen, und zwar das Himmelreich gewinnen. Und jetzt sagen wir Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Servus für Gott und auf Wiederschauen, Ihre, eure Brigitte Träder. Und euer Siegfried. Macht's es gut. Für Ade. Gott.